Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Susanne Gregor. Sie ist in der heutigen Slowakei geboren, kam als 9-Jährige mit der Familie nach Österreich und lebt heute in Wien. Sie hat eine Reihe von Romanen und einen Erzählband publiziert. Ihr zuletzt erschienenes Buch ist der Roman »Das letzte rote Jahr«, 2019 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie schreiben in Ihren Büchern über alltägliche Ereignisse. Es kommen ganz normale Menschen darin vor. Man könnte sagen, es sind kleine Geschichten. Was fasziniert Sie, was reizt Sie an den unspektakulären Themen? Also ich finde eigentlich, alle Geschichten sind große Geschichten. Ich finde alles, was passiert in der Gesellschaft, spiegelt sich immer im Privaten. Und das ist das, was mich interessiert. Wie erleben die Menschen das, was gesellschaftlich passiert? Und ich finde, das ist auch die Literatur. Die Literatur ist das Private, also das Studium des Menschen oder seiner Verhaltensweisen. Und ich finde, das sind eigentlich die großen Geschichten. Und wie wählen Sie dann aus unter all den möglichen Geschichten? Wann wird ein Thema zu einem Thema für Sie, für Ihre Literatur? Also ein Thema wird für mich literarisch interessant, wenn ich sehe, dass die Geschichte sich gut und über eine längere Zeit hinweg entwickeln kann. Und es beginnt für mich meistens mit einer Person, mit einem Charakter und einem Setting. Und da ist eigentlich die Geschichte schon angelegt. In der Person, finde ich, ist die Geschichte schon angelegt. Was hat die Person für Erwartungen an das Leben, welche Herausforderungen hat sie oder er. Und dann ist es meistens so, dass die Geschichte sich entwickelt oder nicht. Also es geht für mich meistens nicht so, dass ich etwas schreiben will oder dass ich mir ein Thema auswähle, über das ich gerne schreiben würde, sondern es ist so, dass die Geschichte sich schreibend entwickelt oder eben nicht. Aber ich kann nicht jetzt von mir aus etwas auswählen, auch wenn ich ein Thema interessant finden würde oder brisant finden würde oder aktuell oder passend finden würde. Ich finde, die Geschichte will jetzt geschrieben werden oder eben nicht. Und manchmal will man etwas schreiben und es funktioniert nicht und es kommt etwas ganz Überraschendes anderes daher. Manchmal beginnt man mit einer Person und entwickelt sich dann Schreiben zu einer anderen Person. Und wenn man dann weiß, dass man eine längere Geschichte, einen Roman hat, für mich ist das so ähnlich wie mit dem Gefühl, verliebt zu sein. Man kann das nicht erklären, aber man weiß einfach, wenn man es weiß. Und dann fließt die Geschichte. Ihre Bücher, Ihre Texte sind alle sehr genau recherchiert. Das heißt, in dem Moment, wo die Geschichte da ist, da fangen Sie dann an, die Hintergründe auch historisch abzuklären, oder wie muss man sich das vorstellen? Also beim letzten Roten Jahr, das ein historischer Roman ist, weil es 1989 spielt, musste ich wirklich sehr viel recherchieren. Aber trotzdem kommt die Geschichte davor. Also es geht um die Personen, es geht darum, wie sie agieren, wie sie sich entwickeln. Und ich habe dann parallel recherchiert. Also es haben sich einfach beim Schreiben Lücken aufgetan, die gefüllt werden mussten. Damit, also die Geschichte musste der Plot musste synchronisiert werden mit den chronologischen politischen Ereignissen.
da war wirklich sehr viel Recherche notwendig, die aber für mich wahnsinnig interessant war, weil das ja eine Zeit ist, in der ich gelebt habe und aber viele Dinge nicht gewusst habe. Also für mich, das hat mich auch persönlich sehr bereichert, diese Recherche. Und bei den anderen Büchern, für mich ist Recherche immer nachgestellt, der Geschichte nachgestellt. Also die Geschichte steht immer im Vordergrund und ich finde, dass das Buch wird eher unglaubwürdig, wenn die Geschichte nicht stimmt, als wenn die historischen Fakten nicht ganz genau bis ins Detail eins zu eins. Weil das ist ja kein, es ist vielleicht ein Dokument aus dieser Zeit, aber es ist kein Geschichtsbuch, es ist an erster Stelle mal Literatur, deine Geschichte. Was ist der Unterschied? Weil es ja sehr genau ist, weil es eine Geschichte erzählt, die so hätte stattfinden können. Und ich denke, es ist ja auch Ihr Anspruch, eine Geschichte, wenn man so will, korrekt wiederzugeben. Das stimmt, korrekt, aber es ist immer eine subjektive Geschichte. Also eine Geschichte, die am Privaten erzählt wird, ist immer eine Frage des Blickwinkels und der Personen, wie sie, eine Frage der Wahrnehmung. Und das, was in den Geschichtsbüchern steht, ist das, was passiert ist und wann es passiert ist. Aber das ist eine private Geschichte und stellt die Frage oder beantwortet die Frage, wie die Menschen im Privaten, im kleinen Rahmen davon betroffen waren. Was es mit diesen Personen jetzt gemacht hat. Das ist der Unterschied für mich. Gerade bei Das letzte rote Jahr sind Sie ja über die objektiv gesehen kleine Geschichte weit hinausgegangen, weil Sie dieses riesige Ereignis dieser Wende 1989 mit thematisieren, mit diesen privaten Geschichten dieser drei Protagonistinnen, der drei Mädchen, um die es in diesem Buch auch geht. Dadurch, dass Sie jetzt diese große Geschichte hineinnehmen, dieses große Ereignis, auch in der Biografie von sehr vielen Menschen, die dieses Buch dann lesen, sind Sie da ein Risiko eingegangen? Ist es so, dass Sie da besonders aufpassen mussten, weil ja sehr viele Menschen sich sehr genau erinnern und das Buch wahrscheinlich mit einem ganz anderen, viel kritischeren Blick lesen werden, als das jemand bei einem Buch über den Ersten Weltkrieg heute noch machen kann, zum Beispiel? Teilweise habe ich das als Risiko empfunden, aber ich habe es relativ gut ausblenden können, weil es mich sonst beim Schreiben sehr blockiert hätte. Was mir geholfen hat, war eher das Gefühl, in Österreich aufgewachsen zu sein, musste ich diese Zeit oft erklären. Und hatte dann irgendwie das Gefühl, eine Expertin zu sein für diese Zeit und hatte auch das Gefühl, dass man in Österreich eigentlich relativ wenig wusste über die Zeit des Sozialismus und wie man damals lebte und dass der Graben eigentlich wirklich sehr tief war zwischen Ost und West und eben auch zwischen der Slowakei und Österreich. Deswegen bin ich eher von diesem Gefühl reingegangen, dass ich den Menschen erzähle, wie es war und habe weniger an das Gefühl gedacht, dass viele sich damit auch identifizieren können. Und ich habe auch dann wirklich bei der Lesung, waren immer wieder viele Slowaken dabei. Das hat mich dann eher im Nachhinein geschreckt, wo ich mir dachte, ah, die haben das vielleicht anders gelesen. Aber es kam eigentlich nie, dass jemand gesagt hätte, so war das nicht. So habe ich das nicht empfunden, weil ich versucht habe, in der Geschichte auch mehrere Positionen mit einzubeziehen. Also es gab zum Beispiel die Familie eines Geflüchteten, es gab jemand, der flüchten wollte, es gab die Genossen, die vom System profitiert haben. Also ich habe versucht, alles mit reinzunehmen und habe dann eigentlich eher die Rückmeldung bekommen, ja, so war das. Also es war immer wieder sehr berührend für mich auch, die Erfahrungen zu hören von Menschen aus Ostdeutschland, die bei den Lesungen gesagt haben, bei uns war das wirklich genauso. Und das war auch für sie sehr berührend, auch für mich sehr berührend zu spüren, wir waren da wirklich im selben Boot. Das war uns damals vielleicht gar nicht so bewusst. Es geht in diesem Buch ja um drei Mädchen, die mit ihren Familien in einem Haus in einer slowakischen Stadt, aus der sie zufälligerweise auch stammen,
leben und die eigentlich ganz verschiedene biografische Möglichkeiten in dieser Slowakei der spätkommunistischen Ära, also in der damals noch Tschechoslowakei, der spätkommunistischen Ära abdecken. Sie werden jetzt aus diesem Buch eine kurze Stelle lesen. Aus welcher dieser Biografien werden Sie denn etwas lesen? Also ich lese aus der Biografie von Mischa. Das ist das Mädchen, deren Vater oft Geschäftsreisen nach Österreich macht und der eigentlich auch schon plant, dorthin auszuwandern und sie deswegen dazu bewegen möchte, Deutsch zu lernen. Und das ist jetzt eine Passage aus diesem Deutschlernen. Vater hatte sich in den Kopf gesetzt, dass ich Deutsch lernen sollte. Er brachte mir Kassetten mit der Aufschrift »Sprechen Sie Deutsch?« und ein deutsch-tschechisches Grammatikbuch, das in der Mitte bereits auseinanderfiel und dessen Titelseite ein Foto des Oktoberfests zeigte. Ein Mann mit spitzem Hut und kariertem Hemd. Er setzte sich zu mir ans Bett, steckte die Kassette in den Kassettenspieler und eine tiefe Männerstimme begann, Phrasen aufzusagen, die ich nicht verstand. Die ersten 10 Sätze sollten fürs Erste reichen, entschied Vater und ließ mich endlos wiederholen. Sein Zeigefinger glitt über die Seite, auf der die Phrasen aufgeschrieben waren, in Silben unterteilt. Guten Morgen, Frau Berger. Ich solle einfach mal durchblättern, meinte er. Er würde sich von nun an ein paar Mal in der Woche Zeit nehmen und mich unterrichten. Noch hielt ich es für einen Scherz. Wo soll das gut sein? Fragte ich lachend. Also hielt er mir einen Vortrag über die Bedeutung von Fremdsprachen und behauptete, man hätte so viele Leben, wie man Sprachen spräche. Allan wiederum wurde aufgetragen, sich schleunigst einen Job zu besorgen. Deutsch hatte er ja bereits in der Schule gelernt, so leicht, wie er alles andere lernte, ohne viel Aufhebens, genauso mühelos, wie er auf der Wirtschaftsuniversität aufgenommen worden war. Nun sollte er neben seinem Studium etwas Geld verdienen. Vater zwang ihn, die Zeitungsanzeigen durchzugehen und strich ihm sogar das Taschengeld, um die Sache zu beschleunigen. Mutter mischte sich ein. Sie fand, dass andere Dinge wichtiger wären, etwa, dass ich meine Noten in den bestehenden Fächern verbesserte und dass Allan sich auf sein erstes Unisemester konzentrierte, ohne Nachtschichten in eine Fabrik zu schieben, und sie gerieten in einen Streit. Mutter warf Vater vor, immer alles alleine entscheiden zu wollen. Vater konterte damit, dass sich in meiner unpraktischen Liebe zur Literatur eine viel praktischere Neigung zu Sprachen verbergen könnte und dass Allan doch wohl lieber Schicht arbeiten als mit seiner asozialen Band abhängen solle und dass man Kindern doch generell eine Richtung vorgeben müsse. Der Streit zog sich den ganzen Abend und über mehrere Themen hinweg und ging dann in ein flüsterndes Schreien über, was mich überraschte. Dass wir einmal etwas nicht hören sollten, war mir neu. Vater hatte seinen Schnurrbart abrasiert und sah plötzlich jünger und moderner aus, was ihm noch mehr Energie verlieh, als er ohnehin schon hatte. Ich schob seine Übermotivation auch dem Herbst zu, der nach dem heißen Sommer von einem Tag auf den anderen über uns hereingebrochen war, so schnell, dass einige Nachbarn noch tagelang trotz Wind und Regen ungläubig in Sandalen herumliefen. Am nächsten Tag saß Vater wieder bei mir. »Was hast du dir gemerkt von gestern? Hast du es wiederholt?« Ohne Wiederholung kommen wir nicht weiter. Versuch es nochmal. Wann immer er daheim war, saß er nun abends auf meinem Bett, die Beine in einem dynamischen Schneidersitz, aus dem er sich aufgeregt vor- und zurücklehnte. Er zeichnete Tabellen in meinen karierten Schulblock, erklärte Modalverben, Wechselpropositionen und Wortstellung. Ich hörte ihm skeptisch zu, verstand auch dieses Mal nicht, was das mit mir zu tun hatte, aber er bestand darauf, führte gespielte Gespräche mit mir, bei denen er ein Kellner war und ich Gast, bei denen er Arzt war und ich Patient, bei denen er Bäcker war und ich Kunde. Er unterbrach mich, wenn ich etwas auf Slowakisch fragen wollte und zwang mich, die Frage auf Deutsch zu wiederholen, korrigierte mich ungeduldig. »Das haben wir doch schon gelernt«, sagte er, »das kannst du besser.« »Willst du das hier nicht im Original lesen?«, fragte er einmal und hielt mein Lieblingsbuch hoch. »Der geteilte Himmel«, las er im Inneren des Buches den Originaltitel. »Interessant«, denn das deutsche Wort teilen kann bedeuten, etwas zu zerteilen, also es zu trennen. Oder aber es kann bedeuten, etwas gemeinsam zu besitzen. Etwa teilst du mit allen die gleichen Eltern, verstehst du? Ist der geteilte Himmel also ein gemeinsamer oder ein in mehrere Teile getrennter, fragte er und hielt siegessicher das Buch in die Luft.
Ich starrte ihn fassungslos an. Diese Information über das Buch, das ich mittlerweile mindestens 5-mal gelesen hatte, war mir völlig neu. Ich rang um Worte, während er mich anlächelte und genau wusste, was er tat. Wie ein Chirurg, Skalpell, Schere, Pinzette, operierte er in meinem Innersten. Ich schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich weiß es nicht. Eine solche Möglichkeit ist mir nie in den Sinn gekommen«, sagte ich. Und er zuckte die Schultern. »Dann denk mal darüber nach. Sprachen sind Instrumente und all deine Schriftsteller nichts weiter als Handwerker«, schloss er und drückte mir das Buch in die Hand. »Morgen machen wir weiter.« Ich nahm das Buch entgegen und mein anfänglicher Widerstand gegen diese Sprache begann sich aufzulösen. Auf der ersten Seite suchte ich nach dem Namen der Übersetzerin, die entschieden haben musste, um welchen Himmel es sich in diesem Buch nun handelte, nämlich, wie es in der slowakischen Übersetzung hieß, um einen Getrennten. Was für eine Verantwortung, dachte ich, was für ein Beruf. Ich selbst wollte diese Person gewesen sein, Vater hatte gewonnen, ich hatte mich bewegt. Mischa ist in diesem Buch ja um einiges älter, als Sie es waren, als Sie aus dieser Stadt in der Slowakei weggegangen sind. Wie viel ist noch an Erinnerung, an eigener Erinnerung eingeflossen in diese Welt, die Sie ja als wesentlich kleineres Kind kennengelernt hatten? Oder ist das eine rekonstruierte Umgebung, die Sie gebaut haben? Also die Umgebung ist die Umgebung meiner Kindheit. Ich bin in Žilina aufgewachsen, in einem Plattenbau. Es gab eine Familie über uns und eine Familie unter uns, mit der wir eng befreundet waren. Und wir waren wirklich wie Familie füreinander und gingen ein und aus. Und das war eigentlich das, was ich mit Sozialismus auch immer verbunden habe, war diese Gemeinschaft, diese Loyalität, dieses enge Zusammensein. Und alles andere musste ich wirklich recherchieren und erfragen, weil man sich als Kind eigentlich nur an die Atmosphäre erinnert, also an angenehm oder unangenehm, an spannend oder angespannt oder entspannt. Und das Einzige, was mir vielleicht blieb, war, dass Flucht immer wieder ein Thema war, nicht unbedingt meine Familie betreffend. Das hat mein Vater zwar überlegt, aber wir Kinder wussten nichts davon, sondern dass es immer wieder hieß, jemand war geflohen und oft auch Sportler oder Berühmtheiten. Und das ist natürlich etwas, was einem Kind irgendwie in Erinnerung bleibt, weil fliehen macht man ja nicht einfach so. Und man fragt zwar nicht nach, also ich war 8 Jahre alt, man fragt nicht nach, aber es bleibt einem als Gefühl zurück, dass Menschen aus dem Land fliehen und dass das einen Grund haben muss. Und alles andere habe ich recherchiert. Also ich wollte auch nicht meine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte eine relativ behütete Kindheit. Ich habe sehr wenig davon mitbekommen, was vor sich ging, politisch. Ich wollte eine ein bisschen größere Geschichte erzählen, die auch unterschiedliche Perspektiven darstellt. Und deswegen ist auch hier die Ich-Erzählerin älter und die Personen agieren nicht so wie die Personen aus meiner Familie oder meinen Freunden. Sie sagen, Sie haben alles recherchiert außer dem Gefühl, außer der Atmosphäre. Wie macht man das? So lang ist es ja noch nicht her, dass es unzählige Romane gibt, wo man nachlesen könnte. Haben Sie viele Menschen gefragt, Ihre Familie gefragt oder wie schaut so eine Recherche aus? Ich habe viele Dokumentationen gesehen über diese Zeit und das war eigentlich, also ich wollte Menschen fragen und Dokumentationen zu sehen war auch ein bisschen wie Menschen zu fragen, weil Menschen ja immer wieder interviewt werden und das ist eigentlich wirklich für alle immer noch ein sehr emotionales Thema und auch wenn jemand vielleicht in einer Position war, wo er vielleicht objektiv über diese Zeit sprechen konnte. Letztendlich spricht jeder sehr subjektiv drüber und sehr emotional berührt darüber. Und das war das, was ich hören wollte. Ich wollte
Einzelschicksale hören. Ich wollte kleine Details hören, die ich vielleicht gar nicht erfragen hätte können, weil sie mir nicht eingefallen waren. Eine Dokumentation hat mich besonders berührt. Da sprach die Leiterin einer Spartakiade und sie hat gesagt, man hat uns unterstellt, wir wollten das Regime verherrlichen mit diesen Turnveranstaltungen und wir wollten einfach nur turnen. Und das hat mich sehr berührt, weil ich dachte, das ist genau das Buch, was ich schreiben will. Also das ist das, was ich einfangen will. Wir haben Menschen versucht, einfach zu leben, wenn man nicht einfach so leben konnte. Ja. In einem Interview haben Sie einmal gesagt, dass Ihnen die Sprache wichtiger sei als der Inhalt. Tatsächlich ist es so, dass alle Ihre Bücher eine ganz eigene, spezifische, auf die Figuren und die Thematik zugeschnittene Sprache haben. Wie entsteht das? Wie konstruieren Sie das? Zuerst das Thema, dann die Figuren, dann eine Sprache, die stimmig ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich konstruiere, dann funktioniert es nicht. Also es ist wirklich etwas, was sich beim Schreiben ergibt. Und wenn ich der Geschichte folge und mich darauf einlasse, dann ergibt sich die Sprache daraus. Oft ist es aber auch so, dass mir eine Sprache an einem anderen Buch gefällt. Also dass mir beim Lesen sprachlich etwas auffällt, dass ich beim Lesen etwas Neues entdecke, was ich dann in meiner Geschichte ausprobiere. Und das ist meistens nicht ein Buch, aus dem ich kopiere, sondern es sind Kleinigkeiten aus mehreren Büchern, die mir beim Lesen auffallen und mit denen ich dann experimentiere und es geht dann oder es geht nicht. Und so ergibt sich das eher. Also. Und gibt es da spezielle Bücher, spezielle Autorinnen, Autoren, die einen Stil haben, wo sie wissen, dass sie da etwas finden an Tonfall, sie besonders gerne lesen, auch wenn sie gerade schreiben? Mhm. Ich liebe Seruya Shalev. Also ihre Sprache hat mich eigentlich zum Schreiben gebracht. Also ich fand ihre Bücher aufregend auf eine Weise, die ich wiedergeben wollte. Und in letzter Zeit hat mich Zadie Smith, Bücher haben mich sehr berührt. Und Thaisa Lacey. Ja. Bücher aus der slowakischen Literatur, aus der tschechischen Literatur, haben Sie besonders gerne gelesen oder gar nicht gelesen oder? Habe ich eher wenig gelesen, auch weil mir das Lesen nicht so leicht fällt wie das Lesen auf Deutsch. Also Deutsch ist auf jeden Fall meine stärkere Sprache. Slowakisch bleibt meine Muttersprache, aber ist für mich eher Familiensprache geworden. Also ich spreche es mit meinen Eltern und natürlich in der Slowakei. Aber ich kann nicht auf die gleiche Art damit arbeiten, wie ich mit dem Deutschen arbeiten kann. Und das fällt mir dann beim Lesen schwer. Und ja, deswegen lese ich lieber auf Deutsch. In Ihrem aktuellen Projekt, das nächste Buch quasi, das dann erscheinen wird, haben Sie so etwas wie eine Fortsetzung des letzten roten Jahres geschrieben? Da kommen dann auch die Figuren wieder vor? Oder gibt es spezielle Figuren, denen Sie da besonders folgen? Ich folge der Familie, so wie sie nach Österreich umziehen. Ich folge ihnen bei diesem Umzug. Es sind also die gleichen Personen und es hat sich bei den Lesungen immer wieder so ergeben, oder auch bei der Recherche immer wieder, es hat mich immer wieder sehr fasziniert, dass die Menschen, die zum Beispiel in diesen Dokumentationen sprechen, dass die ja bis heute sehr beeinflusst sind von dieser Zeit und dass die ja bis heute beeinflusst sind von der Art der Erziehung, die wir damals hatten, von der Art der Bildung, von diesem Mindset, das uns da eingepflanzt wurde. Wir sind bis heute davon beeinflusst und wie uns das beeinflusst, das möchte ich im nächsten Buch literarisch ausloten. Und daraus würde ich jetzt was lesen.
Der Bruder Alan ist ja schon im Roten Jahr jetzt einmal vorgekommen. Hier ist er bereits in Hamburg. Hamburg, 1990. Der Unfall passierte kurz nach Mitternacht, ein paar Tage nach Alans 19. Geburtstag. Er hatte sich gerade eine Zigarette angezündet und auf den Zug mit der Lieferung von Betonblöcken gewartet. Es war seine Aufgabe, beim Entladen zu helfen, die Ketten um die Blöcke zu schlingen und dem Baggerfahrer ein Handzeichen zu geben, wenn sie zum Heben bereit waren. Als der Zug eingefahren war, zertrat Alan die frisch angezündete Zigarette mit der Ferse, um den ersten Lieferwaggon zu öffnen, als dessen Tor aus der Fassung fiel und ihn mit voller Wucht zu Boden riss. Das schwere Eisenteil hätte ihn erschlagen können, aber es wäre nicht Alan, wäre er nicht sofort wieder aufgestanden und hätte so getan, als wäre nichts. Erst als er fühlte, dass er weder sein Genick noch seinen linken Arm bewegen konnte, ließ er sich dazu überreden, sich ins Krankenhaus bringen zu lassen, und zwar vom Abteilungsleiter, der die Anweisung hatte, die Unfallrate niedrig zu halten, und der sich die ganze Fahrt lang den genauen Unfallhergang wiederholen ließ. Alan versuchte es in seinem brüchigen Deutsch, das er noch vor ein paar Wochen für makellos gehalten hatte, bevor er hier in Deutschland ankam und merkte, dass es löchriger war als gedacht, dass es kaum für mehr reichte als Hilfsarbeit, wobei das vielleicht die am wenigsten schmerzhafteste Feststellung war, die er innerhalb weniger Wochen machen musste. Viel schlimmer war die Einsicht, dass seine Flucht aus der CSSR praktisch umsonst gewesen war, dass es nämlich keine CSSR mehr gab. Und dass der einzige Mensch, den er hier in Hamburg hatte, seine Freundin, im Begriff war, ihn zu verlassen. Im Krankenhaus ließ sich am Röntgen sofort erkennen, es handelte sich um einen Bandscheibenvorfall. Schon wieder so ein unnötig langes deutsches Wort, das einem kaum in den Mund passt, dachte Alan, während man ihm erklärte, dass es zudem auch noch irreführend sei. Die Bandscheibe sei nämlich nirgendwohin gefallen, sondern sei aufgerissen, und die darin enthaltene Flüssigkeit drücke nun gegen die umgebenden Nerven der Halswirbelsäule. Von all dem verstand Alan wenig und nickte dennoch, soweit es sein Kopf zuließ, während der streng riechende Arzt das Gesicht unangenehm nahe an das seine hielt und ihn an Augen, Ohren und Mund zu untersuchen. Der Abteilungsleiter ließ ihn keinen Moment aus den Augen, stieg nervös von einem Bein auf das andere und wiederholte den Unfallhergang noch einmal und mehrmals, so wie Alan es ihn im Auto beschrieben hatte, als wollte er sich beim Arzt versichern, ob es tatsächlich so gewesen sein konnte. Er wusste, was er zu verlieren hatte, seine Position, die er sich über Jahre hart erarbeitet hatte und die nun durch die steigende Unfallstatistik in Gefahr war, wegen welcher das gesamte Unternehmen immer wieder in die Zeitung kam. Wenn auch mit kleineren Artikeln, die neben den Schlagzeilen über die politischen Umbrüche der osteuropäischen Länder fast vernachlässigbar erscheinen konnten, aber die seinem Chef ein Dorn im Auge waren. Er selbst hatte es schon kommen sehen, bereits als die ersten Arbeiter aus dem Osten im Unternehmen eintrafen, wie leichtfertig sie mit Maschinen umgingen, ohne Respekt, als sei ihnen ihr Leben nicht viel wert. Aber der Chef wollte nichts von Warnungen wissen und positionierte sich irgendwo zwischen Mitgefühl und Unternehmergeist. Man solle den armen Jungs doch eine Chance geben, notfalls schwarz. Und nun hatten sie es mit einer Wirbelsäulenverletzung zu tun, und das ohne Versicherung. Zerknirscht nahm der Abteilungsleiter die Arztrechnung entgegen und fuhr Alan nach Hause, oder was immer Alan zu der Zeit so nannte. Ein abbruchreifes Haus am Stadtrand, wo Rita noch schlief und gar nicht mitbekommen hatte, dass Alan nicht zur Arbeit gegangen war, sondern bereits nach Hause zurückgekehrt war, mit steifen Schultern und Gliedern, einem Verband und blauen Flecken im Gesicht. Und während Alan in ihr schlafendes Gesicht sah, konnte er darin bereits ablesen, dass sie nicht einmal seine Verletzungen sonderlich berühren würden. Die Details und das Ausmaß seiner Verletzungen enthüllte sich ihm erst später, während seines Medizinstudiums, das er mit großem Eifer betrieb, um die verlorenen Jahre aufzuholen. Die Anatomie unseres Rückgrats. Später würde er seinen Patienten immer wieder beschreiben, wie die Wirbelsäule funktioniere, würde mit den Fingern über die Vertebrae des Skeletts in seiner Praxis gleiten und erklären, wo das Problem des Patienten liege. Er würde oft sagen, die Wirbelsäule sagt mir alles über den Menschen. Wie er steht, ist wie er lebt. Und tatsächlich, bei genauerem Hinsehen ging man im Westen anders. Es war eines der ersten Dinge, die ihm aufgefallen waren, dass Menschen hier aufrechter gingen als im Osten.
An der Uni saß er in der ersten Reihe und machte sich Notizen. Knochendichte variiert nach Alter und Gesundheitszustand, aber auch nach Geschlecht und Herkunft. Asiaten tendieren zu weniger Knochendichte als Europäer, die wiederum mit den Südamerikanern gleichauf sind. Die höchste Knochendichte findet sich bei Afrikanern und generell tendieren Männer zu höherer Knochendichte als Frauen. Ebenso lässt sich durch Studien belegen, dass ängstliche und depressive Menschen öfter an brüchigen Knochen und Rückenschmerzen leiden. Er las es im Oxford Academic Journal, im Licht der grünen Tischlampe der Unibibliothek, während seine Kommilitonen in der Bar gegenüber bereits Otterkringer Bier um 10 Schilling bestellten. Er notierte es in seinen Unterlagen, vermerkte es mit einem Stern und einem Fragezeichen, kritzelte etwas dazu, das er später kaum noch entziffern konnte. Diese Dinge geschehen nicht einfach so. Alan ist ja der Bruder von Mischa und er ist zusammen mit Rita der besten Freundin von Mischa. Die war ja eine von denen, die den Kommunismus noch am interessantesten gefunden hatten in der Slowakei, in Žilina, in diesem Haus, in dem sie gelebt haben. Wie weit wird dieses Buch jetzt gehen? Wird das wieder ein weiteres Jahr werden oder ist das noch gar nicht sicher? Das sind jetzt mehrere Jahrzehnte, die wir da überblicken. Und es geht mir jetzt um ein bisschen um den weiteren Verlauf des Lebens, nicht so sehr fokussiert auf den Umzug und die unmittelbaren Erfahrungen, sondern was das mit den Menschen macht. Und ich finde, in der Migrationsliteratur gibt es sehr viele Bücher über die Zeit des Frischankommens und über die Zeit des Fremdseins. Und das sind wichtige Geschichten, aber ich wollte mit dem letzten roten Jahr zuerst mal erzählen, was geschieht eigentlich vor einer Migration, was bewegt die Menschen zur Flucht oder zur Migration. Und ich möchte beim nächsten Buch beschreiben, was macht das mit den Menschen auf lange Sicht oder was macht sie anders. Also es geht mir weniger um dieses Fremdsein, das Ankommen, das Unmittelbare, sondern um die längerfristige Perspektive. Migration ist ein Thema, das Sie seit Ihrem ersten Buch begleitet. Migration haben Sie jetzt selbst ins Spiel gebracht und sogar von Migrationsliteratur gesprochen, was ja eine Schublade ist mit allen Vor- und Nachteilen einer solchen Schublade. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre Bücher, auch wenn sie vordergründig gar nichts mehr mit dieser Migrationsliteratur zu tun haben, trotzdem in so eine Nische, in so eine Schublade gesteckt werden könnten? Ich gehe in dem Sinn eigentlich gar nicht damit um. Ich habe mich eigentlich von Anfang an einfach nur auf mein Schreiben konzentriert. Dass mein Schreiben von Anfang an in diese Schublade gefallen ist, habe ich mir gewissermaßen selbst zuzuschreiben, weil ich ja für den Exil-Literaturpreis eingereicht habe und dadurch auch die erste Publikation zustande gekommen ist. Also das war ja ein Weg, den ich mit offenen Augen gegangen bin. Aber auch deswegen, weil ich einfach nur schreiben wollte. Und so sehe ich das eigentlich bis heute. Ich denke nicht, dass ich persönlich brauche die Schublade natürlich nicht. Ich glaube auch, der Leser braucht sie nicht. Ich glaube, es ist eine Frage des Literaturbetriebs, des Marketings und so weiter. Und ich versuche mich davon nicht beeinflussen oder beirren zu lassen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich Migrationsthemen von Anfang an aufgegriffen hätte. Ich bin dem auch nicht aus dem Weg gegangen, aber die Themen kommen auf, wenn sie aufkommen. Und dieses Thema kam eben jetzt in diesem Moment für mich auf, literarisch. Und Migration ist ja auch eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Was fasziniert Sie daran? Mich fasziniert daran, dass wir in einer Zeit jetzt leben, in der wir mehrere Zugehörigkeiten haben. Also es ist ja fast schon normal, dass jemand von woanders kommt oder wenn er aus dem Land kommt, wo er lebt, dass er dann Auslandserfahrung macht, dass er ein Jahr, mehrere Jahre im Ausland gelebt hat. Das ist etwas, was normal geworden ist und das in den Menschen in einer Art Parallelität besteht und das finde ich schön und ich finde, das ist ja auch
das hat, für mich hat das viel mit Literatur zu tun, weil die Literatur ist ja Bewegung, Literatur ist nichts Starres. Literatur, Geschichten sind immer eine kleine Reise und für mich sind Geschichten erzählen, Literatur und Reisen einfach verbunden, ganz, ganz, ganz stark. Reisen ist ja auch ein großes Thema für die Schreibart. Ein Programm des Außenministeriums, wo es darum geht, österreichische Autorinnen und Autoren einem internationalen Publikum bekannt zu machen. Welche Rolle spielt dieses Reisen, spielt das Kennenlernen von neuem Publikum, spielt das Übersetzen der eigenen Bücher für Ihr Schreiben? Es ist etwas ganz Besonderes. Also in ein anderes Land zu reisen und dort, also entweder die Studenten kennenzulernen, die Deutsch studieren, oder die Expats, Menschen aus Österreich und Deutschland, die zu den Lesungen kommen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, weil das sind eigentlich diese Menschen, leben auch diese unterschiedlichen Zugehörigkeiten. Die sind ja vielleicht Österreicher, aber leben in Frankreich oder sind mit einem Franzosen verheiratet. Und die leben diese multiple Zugehörigkeit. Und dass ich denen dann auf Deutsch lesen darf und dass wir über dieses Thema wie Reisen und Migration, über dieses Thema sprechen können, es ist etwas sehr, sehr Verbindendes. Also das ist ganz anders, als jetzt in Wien zu lesen. In Wien zu lesen ist auch toll, aber es ist ganz etwas anderes. Es ist eine besondere Erfahrung, wirklich im Ausland zu lesen und dort Menschen kennenzulernen und ein bisschen Leserschaft finden. Und auch natürlich auch persönlich sehr bereichernd. Das ist das, dass man mit seiner Arbeit reisen darf, finde ich sehr besonders. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank noch einmal für die Einladung.